Lass mich wenigstens erst runter, bevor du das Ding in die Luft jagst. Was glaubst du, wer du bist? Finley, wait a minute! Jesus! Ja! Nimm mir fucking wing! Come back, you're not thinking straight! Ich komme, Finley. Warte, mein Schatz. Hoppla. We have to find a way out. Come on. Hey, Bitch. Keine Türklinke dran. Gibt's aber nicht. Das Feuerzeug wird doch ganz nass. Nichts passiert, Digga. Hell. Problem hat sich erledigt. I'm here. Finally, I'm here. Guys. Gib mir dein Feuer. What is close? Who do I hear? Christmas card. I hear my wife. I just want to get back to her, Finley. To my wings. I hear my boy. But it was me, you know. I hear him now. Fucking kid. He's singing. We're not seeing him again. Guys, there's got to be a ship coming. You said it yourself. Christ, guys. We don't want him coming. Jesus! I'm sorry, Finley. I don't know what to do. We've got to face it, guys. What do you mean? We can't get back. We can't. That can't. What? It's no going to stop with us. Fuck's sake, McCleary. For once in your life, be brave. You know. Be brave for them. You can't save yourself. Protect the earth. You can't save them. Jesus, Finley. You want to leave it a chance? Oh. If it gets to the mainland. Oh, you know I'm right. Yep. I'm always fucking right. Oh, Christ. Yeah. Christ. Aber da brennt es doch schon. Aye, all right. Da hinten. Von dem. Das müsste das Gas doch entzünden und das Öl. Komm, wir ziehen's durch. Wir opfern uns fürs Team. Geh nicht ins Licht. Abgefahren, oder?
never had a chance. Ja. Mächtiger Badaboom. Knete im Hirn, einen wunderschönen guten Abend. Boah, ich sehe nur die halbe Nachricht. You don't recognize me, do you? No, sorry, love. You know me. You can see that. Jetzt auch gerade nicht raus, um zu scrollen. Susan Lafferty, fuck's sake, is that you? Kann ich laufen? The very same. Christ, Cas, but you look no different. So. Still got the nose, guten Morgen, Leute. Wesen und Erdlinge. Well, like jawohl, did a good jetzt sehe ich das. Sprint about your face. Das war ein Feuerball, ne? Bewegen kann ich mich nicht. Oh, the big man a drink. Nee. Jesus, Cas. Because I really want to be thinking about Roy right now. Ich glaube, ich reise gerade ins Himmelreich. Looks safe, auf nach Valhalla. Fucking adores you, yeah. Wo ich mit meinen Armen trinke. Yeah. Dort treffe ich meine Mutter. Dort treffe ich meinen Vater. Dort treffe ich all jene. Und so weiter. Knete, bis spät dran. Spiel es durch. Gestern angefangen, heute fertig. Jetzt scrollt er schon wieder nicht. Make beautiful wings. I want to spend my whole life with you. Warte. Ah, jetzt. Was willst du da denn? Ja, ja, Valhalla ist doch geil. Da komme ich hin. She's perfect. Ja, nett gemacht. She looks just da like gebe ich dir recht. Thank God for that. Das ganze Spiel ist eigentlich sehr She's geil nice gemacht. Look. Also ich bin sehr That's positiv right. überrascht. I'm sorry, Cas. I really don't want them to meet him. Nah, fuck him. Bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Cas. I'll never leave you, Susan. I'll be at your side forever. And I'm always going to be here for this win. Und auch so eine coole Background-Story irgendwie, ne? Sehr cool gemacht. Oh. Wir sind zu Hause. In Schottland. Wo war das? Aberdeen oder Glasgow? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, sie schläft noch. Sollen wir sie mit Oralverkehr erwecken? Dann sagt sie bestimmt, luff, luff. Nein, geht nicht. Schlaf. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja unsere Tochter und lernen unser neues Kind kennen. Ja, das ist ein Kind. Oh. Okay. Wir waren wohl länger weg. Bring nochmal Frühstück ans Bett. Ja, könnte man auch machen. Das könnte man auch machen. Aber ich glaube, ich bin ein Geist. Da, das bin ich. Der wo aussieht wie Walter Frosch. Okay. Ghost-Nachricht von Sam. Jawohl. Wir gehen jetzt in die Werkstatt und töpfern einen Tontopf. Oh, hier. Fasten Mjölnir. Aber nur fast. Kiss the Wains for me. Genau. Tell them I'll be back for Christmas. Sorry, Sus. Ich sehe hier tote Menschen. Oh. Da hätte ich aber kein Haus gebaut. Hey, Cas. I'm sorry it's been so hard.
just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big Gallus man back home in one piece, okay? Mm-hmm. I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Ja, aber ich nicht auf ihn. We will be all right. Der ist leider gestorben. Just wanted to say that to you, Gaz. To keep you safe and close and make sure you know to come home to us. I love you, Cameron McCleary. Be safe out there on those waters. Ah. My man. My love. Mein Schatz. Ja. Erledigt. Sumo Digital Limited. Chinese Room. Noch nie gehört. Voll eine Überraschungshit. Also Knete kann ich dir empfehlen. Sehr geil. Angegeben war das Spiel mit 4 Stunden. Wir haben jetzt, mit 4 Stunden. Ich glaube, wir haben jetzt 5,5 oder 6 gebraucht. Bin mir nicht sicher. Hätte zwischendrin fast gewettet, dass alles nur Einbildung war und du da Amok gelaufen bist. Ja, genau. Ich dachte es auch wegen die ganzen Einblendungen da, ne? Diese Psychose. Okay. Ist aber PC, oder? Ich weiß nicht, ob das nur PC ist. Das ist aus dem Game Pass. Könnte sein, dass es auch für die Box da ist. Ja, ich bin eigentlich immer ein bisschen langsam, ne? Weil ich immer nach Loot gucke. Dabei gibt's hier gar kein Loot. Und kleiner Fakt. Ihr werdet euch wundern, was für eine Sprache das ist. Das ist Schottisch. Und es gibt sogar einen Erfolg, wenn man das Spiel komplett in Schottisch durchspielt. Das kannst du aber nicht mehr lesen, gar nicht verstehen. Das ist ja abartig. Aber geil, wir haben es gepackt, Alter. Okay, na gut, das sind nicht die verbotene Boxer. Ja, genau. Die Box, deren Namen man nicht ausspricht. Was ein geiles Spiel, ey. Ja, scheiße, das wollte ich jetzt die ganze Woche spielen. Jetzt waren wir zu schnell. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Sumo Nottingham. Die Engine von den Reichen geklaut, um sie den Armen zu geben. In Nottingham. Sheffield. Secret Mode. Hey Knete, aber wenn du noch kein Apple TV hast, wenn du ein Sub da lässt, kriegst du 3 Monate Apple TV gratis. Kannst dir ein paar Serien reinziehen, ein paar Filme und dann direkt wieder kündigen. So, im Grunde verbindet uns alle das Gaming, sei es PlayStation, Xbox oder PC. Ich glaube, die Diskussionen sollten schon seit Jahren vorbei sein. Ja, ich sage ja auch immer, ich bin kein Xbox-Fanboy, ich bin Gamer. Ich habe ja auch Xbox, PlayStation, Super Nintendo, PC, was habe ich noch? Ich glaube, das war's, ja.
Den Rest hat meine Ex-Frau gekriegt. Gab es eine Schwierigkeitsgrade zur Auswahl? Ja. Das war Story Mode. Ja, also einfach nur Story genießen. Alles andere wäre dann, ich glaube, normal und schwer. Ja, ich bin noch alt. Da hast du recht. Danke, aber ich gucke nix TV. Egal, kannst trotzdem abonnieren. Macht nix. Nee, habe ich auch keine Zeit mehr für. Früher war ich voll der Filmgeek, aber das hat, ach Gott, vor Jahren schon aufgehört. Mittlerweile schlafe ich ein, wenn ich Filme gucke. Sogar im Kino. Ich war bei Transformers 3, war ich mit meiner damaligen Frau noch im Kino, ne, schön in 3D. Bin direkt am Anfang eingepennt. Wir sind extra nachmittags gegangen, damit ich nicht einpenne. Lass es 16 Uhr Vorstellung gewesen sein. Und dann bin ich eingepennt und bin erst am Schlusskampf wieder aufgewacht, weil es so scheiße laut war. Ich wollte mich erst beschweren, ne, dann, oh, ich bin ja im Kino, scheiße. Voll verpennt. Da bin ich dann auf Serien umgestiegen, von maximal einer Stunde. Aber da habe ich auch selten Zeit dazu. Creatives in the Attic mit CIA-Abkürzungen finde ich ja auch geil. Oh, da habe ich es gar nicht drauf geachtet. Aber ja, Creatives in the Attic, CIA. Das letzte Mal im Kino war ich zu E's Remake und bin fast rausgeflogen, weil ich so lachen musste. Wir waren mal im Kino, ich weiß nicht, da waren mal 10 Leute oder so. Ich weiß noch nicht mehr, was für ein Film das war. Vermutlich Nackte Kanone oder Hot Shots. Ist schon Ewigkeiten her, ne? 90er halt. Und dann kam ein Trailer für Blade, ne? Wesley Snipes. Und da muss man dazu sagen, ich wohne hier in Rheinland-Pfalz. Und zu blöd oder blöde sagt man hier Blade. Und dann kam halt der Trailer. Wesley Snipes ist Blade. Alter, wir haben so gelacht, ne? Die ganze Sitzreihe, die hat sich bewegt. Ich hab gedacht, irgendwann bricht's ab, ey. So gut. So gut. Wesley Snipes ist Blade. Das war geil. Aber ich glaube, es war Hot Shots, wo wir da geguckt haben. Tränen gelacht, war das geil. Wie alt werde ich da gewesen sein? 16? 15? So gut. Ja, ja, war eine gute Verfilmung. Und da kommt jetzt noch ein Teil raus, ne? Ich habe schon einen Trailer gesehen. Vielleicht ist er auch schon draußen, keine Ahnung. Boah. Also, man sieht ihm das Alter schon an. Muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, ob der da noch so kämpft wie damals. Bin ich mal gespannt. Ja, genau, so will ich es. Bin ich auch gespannt drauf. Ich verabschiede mich schon einmal. Wünsche noch einen schönen Abend. Bis die Tage. Alles klar, Toffel. Mach es gut. Danke, dass du da warst. Und ja. Also morgen mache ich dann doch mal wieder eine Pause. Aber Donnerstag bin ich wieder da. Ich habe angefangen, Geschichten zu lesen. Also quasi ein Hörbuch zu machen. Und die erste ist fertig. Und zwar das Buch hier. Die Sagen der Germanen. Ne? Nordische Mythologie, wie das alles entstanden ist und so weiter. Und es ist total geil. Aber es war ein Haufen Arbeit. Da werde ich morgen mal noch weitermachen, dass ich mal so vielleicht 5 oder auch 10 kurz, das sind alles Kurzgeschichten, aufgenommen habe und dann werde ich die Playlist veröffentlichen. Super geil. Super geil. Freut euch drauf. Wie bitte? Blade 4? Ja, 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 sicher. Sicher. Und der sieht alt aus. Der sieht alt aus.